Das hier ist das zweite Match des großen Kuschinski Cups, meine Damen und Herren. Team C und Team D werden jetzt gegeneinander antreten. Ich habe ein Turnier stattfinden lassen, oder es findet gerade in diesem Moment statt, in einem Livestream, bei dem es darum geht, mit mir spielen zu dürfen. Ich weiß, jeder will es, alle wollen mich. Und dann dachte ich mir natürlich, jetzt ist dieser Charity Cup von Riot Games, das Fragging for Charity Turnier. Und da möchte ich natürlich einer Person das Ganze ermöglichen. Vier Teams treten heute gegeneinander an. Team A ist jetzt schon ausgeschieden. Team B ist jetzt im Finale gleich nach dieser Partie. Team C und D, da muss Felix mir bitte nochmal die Teamnamen sagen, habe ich schon wieder vergessen. Succeed gegen Doppel-D. Succeed gegen Doppel-D, Alter! Die treten jetzt an. Und das Ganze wiederholt auf einer Map. Ja, ich wollte gerade sagen, wiederholt auf Haven, aber ist es gar nicht. Es ist tatsächlich Split. Und auf Split gucken wir uns gerne mal an. Wir haben ja jetzt hier noch ein bisschen Zeit, denn ich bin im Spectator-Modus. Ich werde mir das Ganze hier angucken und ich bin noch nie da oben gewesen. Ihr auch nicht, aber wir werden uns das jetzt hier mal oben angucken. Was ist das hier eigentlich für ein Wolkenkratzer? Warum ist das so? Alter, guck mal, wie hoch man hier fliegen kann. Da ist eine richtige Autobahn, Alter. Wo geht's denn da hin? Steht da irgendwas drauf? Gibt's hier irgendwelche krassen Easter Eggs oder so? Wir sehen auf jeden Fall, Minimap, es wird so eine Art B-Mitte-Go. Gucken wir gleich mal hin, wenn die nächste Ballphase ist. Aber Team Doppel-D ist auch am Start. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, Team Doppel-D müsste... müsste die Verteidigerseite sein, gerade mit Dr. Teko, Plamo, BGGL, Thresh... ich würde ihn einfach nur Thresh nennen. Yuki Sena und Heavy G. Und das Team Succeed ist damit Cabaneri, Röckvi, Rönni, Timebreaker und Ludurve. Ja, also auch ganz, ganz coole Geschichte. So, erstmal Käffchen. Und da schauen wir mal. Da ist nämlich schon einiges los hier auf B. Na, da haben wir auf jeden Fall die ersten Verteidiger schon mal gut rasiert. Ah, da werden einige Leute abgeholt. 2-2 Situation trotzdem jetzt mittlerweile. Plamo, der muss jetzt seine Mate helfen. Yuki, der holt jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein. Wichtig, aber Thresh. Oh mein Gott! Beide kacke, beide schlecht. 1 gegen 1, heil dich, Junge. Ah, warum? Timebreaker mit dem dritten Frag. Das war nicht gut. Warum mit der Bubble vor der Nase? Oh, da bin ich sauer. So, Kaffee um 21 Uhr. Ja, damit ich hier noch on fire bin. Ja, hier hat es ja jeder verdient, für mich, von mir in-game angeschrien zu werden. Ja, verstehst du das? Also, da muss ich auch immer komplett on fire sein. Ist ja nicht so, als hätte ich morgen einen kompletten Tag einfach einen Dreh, wo ich einen Film drehe. So, egal. Kommen wir ein anderes Mal zu. Timebreaker also jetzt hier mit einer sehr, sehr starken 3K-Runde. Mit dem habe ich schon die ein oder andere Runde auch mal spielen dürfen. Ist ein guter Boy, ist ein guter Junge. Macht auf jeden Fall Spaß. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ludurve hat aber auch da nochmal 2 Frags geholt. Jetzt geht's hier direkt weiter. Cabaneri mit dem ersten Dr. Teko. Der wird hier down geholt. Und beide sind sogar im gleichen League of Legends Team unterwegs. Ja, bei den Crispy Rockets. Erstellt von Kalle Kuschinski vor fast 3 Jahren. Ich möchte das nochmal eben sagen. Ja, super wichtige Geschichte. Thresh wird jetzt hier vom Rönni abgeholt. Dass der Rönni hier Frags holt, spricht nicht fürs Verteidigerteam. Heavy G jetzt der Letzte. Versucht hier irgendwie irgendwas zu machen. Ist jetzt natürlich hier ganz alleine. Die Gegner, 5 an der Zahl, wissen genau, von wo der Gegner kommt. Da gibt es sogar nochmal einen Stun, Pistole in der Hand. Na, dann wird es besser. Aber Ludurve hier also mit dem Nächsten. Na, also jetzt hier 2-0. Jetzt können alle kaufen. Jetzt kann sich jeder mal eine Waffe holen. Wobei Leute jetzt eben sogar schon gekauft haben, wie wir sehen. War jetzt wohl nicht so ganz sicher, ob man jetzt... ob man jetzt hier für eine Echo geht in der ersten Runde oder nicht, hat man sich nicht gut abgesprochen. Deswegen jetzt sehr, sehr durchwachsene Economy bei den Verteidigern. Aber schauen wir mal, ob man jetzt hier diesen Argo weiter verteidigen kann. Wir gehen hier nochmal ein bisschen hoch, weil hier oben wollte ich auch mal wissen, was hier eigentlich ist. Es ist nämlich alles nur Fassade. Hier kann man nämlich keinen Kaffee trinken. Es sind einfach nur Schirmchen ohne Grund. Wollte ich auch mal gesagt haben. So. Jetzt die Rotation. Der Verteidiger. Man sieht jetzt in der Mitte, da kommt auf jeden Fall schon mal einiges durch. Und da wollen wir natürlich mal
ganz genau hinschauen. So. Muss ich nochmal eben gucken, was der Felix hier... Brand gelöscht. Was der mir hier schickt. So, sehr gut. Dr. Teko jetzt hier tatsächlich mit einem... Ist das ein Molly-Kill gewesen? Ich glaub schon. Brimstone. Sehen wir jetzt hier tatsächlich immer wieder. Brimstone jetzt. Oh mein Gott, da stehen ganz viele. Dr. Teko, du musst einfach nur mal reinhalten, dann fallen die auch rum. Wichtig, wichtig. 4K. Junge, mach sie nass. Hol dir den letzten, oh du Lappen. Schade. Ja, schade. Schade. Aber trotzdem hier der Win für die Verteidiger. Ja, fast das Ace. Fast das Ace von Dr. Teko. Aber wichtig. Wichtig jetzt hier den Anschluss zu finden. Ich kann nicht mehr. Ich darf nicht so viel rumbrüllen, weil sonst bin ich nachher im Ass. Ah, Kaffee um 21 Uhr. Was will man mehr? So, das ist das YouTuber-Leben. Das ist das YouTuber-Leben, ne? Ja, das sollte passen. Na, in de Coco. So. Handy weg und gucken wir mal, was hier weiter abgeht. Ich bin noch so ein bisschen, wie gesagt, auf der Suche nach Easter Eggs oder was steht hier? Take back our home. Poetisch. So, weiter geht's. Dr. Teko eben mit einer sehr, sehr starken Guardian über den kompletten Spot geschossen. Jetzt gibt's aber mal eine Rotation Richtung B der Angreifer. Also die wollen sich jetzt hier hinten mal versuchen. Yugi hat natürlich das Ganze so ein bisschen im Urin. Röckvieh versucht jetzt hier mit seiner Signature tatsächlich einige Leute zu stunnen. Das könnte sogar klappen. Wenn wir mal sehen, da stehen aber jetzt drei Leute auf B. Da stehen drei Leute auf B. Und die Frage ist, worauf warten jetzt hier die Angreifer? Na, man sieht es oben auf der Minimap. Ah, jetzt gibt es hier tatsächlich eine gute Brimstone-Ultimate. Forciert hier die Gold. Ah, oh mein Gott! Aber da ist auf jeden Fall auch einiges im Backfire. Yuki Sena, Dr. Teko. Hier mit der starken Verteidigung. Yuki mit drei Frags mittlerweile. Wahnsinns gemacht. Auch er jetzt hier mit einer 4K-Runde. Voila! Alter, ja, wirklich stark. Also das hat man wirklich gut verteidigt. Ja, und die Gegner jetzt natürlich auch langsam in finanziellen Nöten. Müssen jetzt überlegen, kaufen wir jetzt, gehen wir das Risiko ein oder sparen wir? Jetzt gehen wir hier für die Low-Budget-Version. Eine Marshall ist dabei, wir sehen eine Spectre, wir sehen eine Stinger. Und ja, mal sehen, ob die anderen beiden sich auch noch entscheiden oder ob sie jetzt sagen, ja, schauen wir mal. Zwei Marshalls finde ich schon sehr, sehr krass. Gerade als Angreifer ist gewagt, trotzdem noch eine Spectre oben drauf und zwei Stinger, also zwei SMGs, zwei Schnellstoßwaffen, die auf kurzer bis mittlere Distanz ganz gut spielen. Aber danach wird es dann kritisch. Und die Marshall, ja, gerade gegen die Rüstungsspieler hier natürlich fast nutzlos. Brauchst du zwei Schüsse, dann sind die erst down. Also da muss man natürlich gucken. Ansonsten Heavy G könnte man jetzt hier One-Shot down haben. Rauch im Anmarsch. Ja. Und so. Molly. Guter Molly jetzt hier von Dr. Teko. Ah, hält jetzt hier über die eigene Smoke, die Gegner nochmal fern. Hat man auch gleich die Rotation gesehen. Sehr, sehr wichtig, da auch einfach die Gegner wegzuhalten. Es geht natürlich hier auch um Zeit. Eine Minute hat man jetzt hier auf der Uhr. Das ist mehr als genug, gerade wenn man zu fünft ist. Aber kann natürlich dann auch mal zu Zeitproblemen führen. Jetzt sneaken die sich so langsam durch. Einer ist auf der Rampe schon mal durch. Den hat man jetzt auch gespottet. Aber Dr. Teko mit der Guardian jetzt hier gegen Renny. Ah, ist natürlich ein Snack in der Situation. Aber die Rotation erfolgt trotzdem. Zwei Leute jetzt schon super, super close. Jetzt einer geflasht und jetzt gibt's hier wieder die Möglichkeit. Der holt schon wieder drei. Ich raste komplett aus. Da unten, da war schon der Nächste. Den hat er gesehen. Aber die Frage ist, kriegt er jetzt hier noch mehr? Den vierten schon wieder. Also der hat schon zweimal vier Leute geholt. Dr. fucking Teko. Ja? Das ist der Undertaker. Ja? Ich hänge an der Bar. Nenn mich den Undertaker. So. Wahnsinn. Wie der hier mit der Guardian schießt, ist natürlich eine Kackwaffe, aber was machst du so? Ne? Es geht natürlich auch ein bisschen um Komfort. Man spielt immer mit den Waffen, mit denen man sich wohlfühlt. Ne? Ja, ist einfach so. Platz 1 in den deutschen Charts. Ich vote für dich. Für mich brauchst du nicht voten. Lieber für Eskimo Callboy. Ja? Hört euch den Song von Eskimo Callboy auf Spotify an, Leute. Hyper, hyper in den Chat, Leute. So, wichtig. So, gucken wir mal. 3-2 steht jetzt für die Verteidiger. Früher war es eine absolute Verteidiger-Map. Eine absolute Verteidiger-Map. Aber mittlerweile ist es sogar so ein bisschen eigentlich attacker-sided, wenn man so möchte. Es gab einige Änderungen an der Map, zum Beispiel in der Mitte. Da waren wir jetzt auch noch gar nicht. Whoop-di-whoop-di-whoop. Jetzt sind wir wieder hier. Hier war eigentlich eine riesige Wand. Da ist jetzt nur noch eine Kiste. Also da wurde auf jeden Fall einiges geändert. Cabaneri, der wäre jetzt hier natürlich mal wieder ran.
13-2 ist hier noch kein Statement, aber Yuki Sena, der meldet sich jetzt hier mit Aranda zu Wort, wird hier ordentlich gecockblockt. Alter, da stehen drei Leute, da hat er keine Chance. Ah, Durve, also hier mit einem guten Frag, jetzt sogar das Cypher Ultimate, wichtig, um jetzt hier auch dafür zu sorgen, wo die Gegner sind. Man weiß, es ist nur einer auf B. Schwierig. Wird jetzt hier auch direkt geflasht. Röckvieh holt sich den Frag und somit sollte man hier als Angreifer diese wichtige sechste Runde für sich beanspruchen. Ne? Also, das ist natürlich jetzt super, super wichtig. Dr. Teko wieder mit der Guardian aktiv. Wird jetzt hier auch nochmal geheilt von Plamo. Super stark. Kann jetzt hier vielleicht nochmal den Unterschied machen. Ja, Capaneri, Timebreaker, die warten natürlich alle. Das ist super, super schwierig. Jetzt hier wieder mit der Guardian. Das ist einfach eine Single-Shot-Waffe, mit der man natürlich einiges machen kann. Capaneri allerdings jetzt hier mit dem Frag auf Plamo. Und man weiß, da kommt jetzt eventuell was von hinten. Vielleicht sollte man versuchen, na, der hat 6200 Credits, vielleicht einfach noch eine Waffe rausnehmen. Stark, direkt in den Kopf. Der hat doch Aimbot. Der hat doch an. Wahnsinn. Der wusste, der Gegner ist da. Jetzt geht er hier einfach für den sicheren Weg und holt sich hier nochmal einen Frag. Aber trotzdem hier die Runde für die Angreifer. Ja? Ah, Männer. So. Also Dr. Teko mit 11 zu 3. Spitzenreiter hier. Na? Scouts würden sagen, schick den SV Bayern. Den SV Bayern. Alter Verwalter. Den FC Bayern vorbei. Lol, wo ist der Tisch? Was ist das hier? Kekswichsen oder was? Was passiert hier? Warum? Warum gibt es hier keinen Tisch? Was soll das? Naja, gut. Gucken wir später mal weiter. Ansonsten hier also jetzt die Verteidiger. Zumindest mit der Möglichkeit natürlich jetzt hier auch in Führung zu gehen. Das gleiche geht aber auch jetzt für die Angreifer. Also es ist super, super ausgeglichen. Timebreaker mit einem guten Entry. Jetzt hier eine Wall von Plamo, der jetzt hier auf jeden Fall den schnellen Argo verhindern möchte. Die Leute rotieren alle über die Rampe. Es sind drei Leute mittlerweile, die schon dort aktiv sind. Ich muss hier mal gucken, wo fliegen ich. Also wo ist denn hier der nächste Flieger? Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin will. Vielleicht sogar jetzt die Rotation. Nein, es soll jetzt hier dieser A-Spot werden. Oh mein Gott, da hat man jetzt hier auf jeden Fall gut agiert. Auch Rainer abgeholt, Röckvieh mit dem Double. Aber der Spike, der muss auf den Spot, Bruder. Du musst auf den Spot, auf den A-Spot. Junge, du hast den Spike. Den Spike. Hallo, hallo. Der hat den Spike, der reilt das nicht. Timebreaker. Noch nicht fertig. Du hast den Spike. Spike fallen gelassen. Aha, so. Wird jetzt hier nochmal, also das, also fahrlässiges Verhalten. Absolut fahrlässiges Verhalten. Minus in den Chat. Was soll das? Wieso macht der das? Der wartet da 10 Millionen Jahre mit dieser Kack-Spike. Kacke ist das. Wirklich int. Wirklich int. Mal sehen, ob er jetzt hier sogar noch die Rechnung für bekommt. Ja. Oh mein Gott. 4K für Thresh. Wird zum Helden. Wird er zum Helden. Links, Junge. Links, links, links. Ah! Ace! Ace für Thresh. Und Timebreaker ist schuld. Timebreaker ist schuld, du Lappen. Dass er diese Runde wirklich noch verloren hat. Ehre in den Arsch. Ehre in den Arsch. Aber ganz tief rein. Eieieiei. Timebreaker. Der chillt die ganze Runde mit dem Spike. Und Thresh holt sich hier das Ace. Walla Habibi. Starke Aktion. Starke Aktion. Ja, das ist E-Sport, meine Damen. Das ist E-Sport. Das kommt dorthin. So, was auch. Das ist ein guter Platz. Was ist das? Warum? Warum ist hier die Kamera? Also, was sieht ihr denn? Er sieht, da kommen Leute raus. Aber dann ist doch schon zu spät, oder nicht? Was soll das? Also hier oder da. Da macht man die hin. Dann kann man hier sehen. Ah, da kommen Leute. Naja, egal. Ich würde schon wissen, was er macht. Ich meine, er hat einen Ace gemacht. Das beste Spieler heute ist der nächste Frag. Ehre. So. Ja. So. Gut. Geht also weiter. Heavy G, der wartet jetzt hier darauf, dass natürlich die Gegner dazukommen. Man hat Rainer schon wieder verloren, aber Brimstone ist auch aus dem Spiel. Also somit also hier die Möglichkeit gegeben, dass man das Ganze hält. Dr. Teko, der will es natürlich jetzt hier auch wissen. Ne?
Er wird jetzt hier von Thresh da oben in der oberen Hälfte der Tabelle so ein bisschen angegangen. Jetzt der Spike. Okay, okay. Er hat einfach mal durch die Smoke geschossen. Ja, und mit der Guardian, da wird's dann natürlich am Ende nichts mehr. Cabaneri ist mit dem Spectre unterwegs und knattert den über den Haufen. 3:2 Situation. Jetzt hier für die Angreifer, die rotieren schnell auf B. Das machen sie gut. Das machen sie stark. Wollen natürlich jetzt hier rüber. Er hielt sich jetzt im Molly, während, also er cockblockt sein gesamtes Team, indem er den Molly in den Gang schmeißt. Weil es tut so weh, dass man da einfach nicht durchlaufen kann. Das tut super weh. Ja, hätte er das Ganze ein bisschen anders gemacht, wäre der Spike schon längst geplant gewesen. Trotzdem Cabaneri hier mit dem dritten Frag. Es sind so die Feinheiten, die das Ganze dann natürlich unterscheiden. Muss man natürlich ganz klar sagen. Es sind die Feinheiten, die das Ganze hier dann unterscheiden. Und demnach also hier ein bisschen Zeit verloren. Allerdings Sage alleine und die chillt, ne? Die macht hier gar nichts mehr. Die macht hier gar nichts mehr. Das also jetzt eine gewonnene Runde für die Angreifer. Runde 8. Also auch hier super, super spannend. Hut ab. Oder. Aber das ist so das Ding. Das habe ich gerade nochmal erwähnt. Die Guardian, klar. Die, wenn du die tappst, ist die mega akkurat. Mega stark. Macht immens viel Schaden. Gar keine Frage. Aber wenn einer auf dich zukommt, einer close steht. Deswegen finde ich zum Beispiel sowas wie eine Vandal oder meinetwegen auch eine Phantom immer besser. Eine Guardian kann man mal eine Runde spielen. Meine Guardian ist so ein bisschen die Bulldog, weil die hat einen Burst-Modus. Ein Automatikmodus und der gute Dr. Teko, der hält da wirklich dran fest. Ne? Super festgefahren. Und den muss man eigentlich nur überrushen. Also so ein Dr. Teko, der immer Guardian spielt, den überrushst du und überrascht den und dann ist er halt weg. Ne? Aber gut. Er wird schon wissen, was er tut. Geht in Deckung! Ansonsten will man jetzt hier versuchen, sogar mal über die Mitte zu spielen. Wir gucken uns das Ganze hier mal an. Hier fliegt auf jeden Fall einiges durch die Gegend. Ah, da springt er nochmal vorbei. Super wichtig, dass er das überlebt. Ansonsten hier auf A alles super ruhig. Auf B, da kommen jetzt auf jeden Fall einige Leute auch schon mal so ein bisschen kitzeln. Die Frage ist natürlich, wird auch einer lachen? Ja, oder eben nicht. Ah, die Verlagerung der Angreifer Richtung B. Jetzt geht's hier so ein bisschen aggressiver. Jetzt geht man hier mal raus und ich stehe in einer Reihe. Und Thresh, der holt hier wieder beide ab. Wahnsinns-Shooting von ihm. Jetzt sogar mal die Ultimate benutzt. Ah, und dann weiß man jetzt sogar, wo sind die Gegner. Und man sieht hier sogar Richtung B, da bewegt sich sogar noch mal was. Da auch gleich die Rotation eingeleitet von den Angreifern. Schlau gelesen, jetzt geht's hier Richtung Mitte. Den ersten kriegt man trotzdem, Timebreaker jetzt down. Und somit also auch hier Cabaneri jetzt mit der Guardian unterwegs. Der natürlich versucht, hier nochmal was rauszuholen. Oh mein Gott, er rennt einfach mit dem Messer vorbei. Klar, man ist dadurch schneller, aber auch super gefährlich. Da kriegst du trotzdem nochmal einen One-Tap in die Fresse und dann war's das gewesen. Verstehst du das? Dann ist es das gewesen. Ja? Und ich frage nicht nach Besen, ich sage, es war's gewesen. Röckvieh holt sich den Yuki und damit also die Möglichkeit, jetzt hier für den Plan zu gehen. Jetzt hier das Duell. Dr. Teko, besser mit dem Guardian. Und jetzt ist eine 1:2-Situation. Röckvieh muss hier den gelben Stängel ordentlich verwerten, den er da gerade in seine Waffe gestopft hat. Trotzdem muss er natürlich gucken, ob er beide bekommt. Oh, das war super knapp. Man sieht den Punkt. Der Punkt steht für einen Gegner. Da ist er! Und der gute Thresh holt sich den dritten Kill. Und somit auch die 5. Runde für die Verteidiger. Es bleibt spannend, meine Damen. Na? Es bleibt sehr, sehr spannend. Und ja, wir sind natürlich auch sehr, 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 sehr fickerig, wie es jetzt hier weitergeht. Also die letzten Runden haben auf jeden Fall gezeigt, beide Teams sind so langsam warm, beide haben Bock. Aber Dr. Teko und der Thresh, die setzen sich hier ganz gut ab. Schauen wir mal. Also das Ace von Thresh, ne? Das hat mich natürlich schon. Also das hat mich schon wirklich inspiriert. Auch, dass er ein Cypher-Spieler ist, ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Also ich gucke natürlich auch dann am Ende so ein bisschen, was spielst du denn eigentlich, ne? Also ich weiß natürlich, was der gute Sonics spielt. Ich weiß, was ich spiele. Es muss natürlich da auch ein bisschen dazu passen. Wobei Brimstone und auch Cypher wäre natürlich jetzt eine gute Möglichkeit. Ludovre. Ja, der will sich hier auch nochmal zu Wort melden. Ja, bisher ist er Bottom Scorer in seinem Team. Ah, stark vom Rönni. Hat es nicht geschafft, drauf zu springen. Bei meinem Gewicht hätte ich das auch nicht geschafft.
Trotzdem will er jetzt hier vor Pürschen, hat jetzt hier auch mal die Guardian gekauft. Macht das Auge gut kaputt. Cabaneri jetzt hier mit dem ersten Gethrash. Yuki Sena wird auch nochmal abgeholt von Rögvi. Und somit hat man wieder drei Leute aus dem Verteidigerteam geholt. 4:2 Situation. Sage Ultimate ist ready. Man kann jetzt hier also nochmal einen Teammate holen. Macht man auch. Yuki wird jetzt hier abgeholt. Aber der Molly, der könnte so stark sein. Ist er das? Ist die Frage. Jetzt gibt's auf jeden Fall den ersten Frag. Und zwar gegen Plamo. Walla Habibi. Und Reyna hat das Ganze überlebt. Sogar mit Full Life. Oh mein Gott. Das kann auch ins Auge gehen. Aber mit der Operator. Ist das überhaupt die Operator? Ja. Mit der Operator holt er jetzt hier den wichtigen Frag. Ah, gegen Rönni. Oh mein Gott, er hat einfach das Ding nicht benutzt. Warum? Warum? Overheal, Junge. Wollt er nicht? Defuse die Bombe. Ich rette dein Leben. Es sollte für den Defuse reichen. Nein, tut's nicht. Es hat nicht gereicht, Rögvi. Rettet die Runde 5:5, meine Damen und Herren. Es ist unnormal belohnt. Jetzt wird gerade gesagt, ich soll Muckis zeigen. Ich zeig dir meine Muckis. Du hältst deinen Schnauzen. Hier, Muckis im Kiefer habe ich. So, ruhig jetzt. So, weiter geht's. Zwei Runden noch. Und dann geht's hier in die Rückrunde. Ja? Ah, das ist ein guter Platz. Das kommt hier. Das kommt hier hin. Ah, das sollte passen. Also, Cypher ist wirklich einer, das ist so ein nettes Arschloch irgendwie, ne? Das ist so einer, der lächelt dir ins Gesicht und der sagt dir dabei, du bist scheiße. Oh, das kommt hier hin. Oh. Keine Ladungen mehr. Keine Ladungen mehr. So, also, Thresh, wirklich starke Partie bis hierhin. Ah, macht hier einige gute Plays. Jetzt gibt's hier die Breach Ultimate in die Mitte. Brimstone soll das Ganze hier nochmal cockblocken. Heavy G, aber trotzdem mit den zwei Frags. Rönni, der versucht hier natürlich mal einiges rauszuholen, aber Thresh wird auch ihn abholen. Jetzt gibt's hier nochmal die Ultimate gegen die Verteidiger. Aber wird das reichen? Dr. Teko hat einen Spectre in der Hand. Ja, meine Güte, der weiß, was anderes zu spielen. Ah, und nimmt jetzt hier sogar nochmal den Operator mit. 6:5. Für dich, Verteidiger, Entscheidungsrunde in der Hinrunde. Und gleich gibt's den Wechsel. Voila. Ja, sehr, sehr schön. Ah, so. So. Plamo. Eher ein bisschen unauffälliger, sage ich jetzt mal. Steht jetzt nach 11 Runden 0:8. Ja, ist nicht so viel. Aber vielleicht kann er seine Wall stellen. Na, schauen wir ihm mal ein bisschen zu. Allerdings gibt es jetzt hier den krassen Go auf B. Das bedeutet, da wollen wir natürlich dann auch vorne mit am Start sein. Thresh mit dem nächsten, mit dem Double. Der Junge ist nicht aufzuhalten. Ja, das sind noch drei Gegner. Da muss man natürlich jetzt schauen. Kommt man da mal irgendwie durch? Da gibt's auf jeden Fall den nächsten Angreifer. Dr. Teko, Ludovre, Heavy G, alle Amena. Da geht's richtig los. Also, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Cabaneri mit dem dritten, ja, ist jetzt hier alleine gegen Sage unterwegs. Und er kann jetzt hier eigentlich schnell für den Plan gehen. Er kann schnell für den Plan gehen, aber weiß nicht, wo ist, wohin genau, wo ist der Gegner? Hat sich jetzt ins Spike gegönnt und er verliert so viel Zeit. Wir sehen es auf der Minimap. Sage ist jetzt quasi schon da und er kriegt den Kill nicht. Plamo holt den ersten Kill und somit die 7. Runde für sein Team. Ehre in den Chat für Plamo. Er holt den ersten Kill. Wahnsinn. Und der ist so wichtig gewesen. Das war der wichtigste Kill für sein Team. Ja, er ist einfach zur Stelle, wenn es sein muss. Ja, der macht nur so viel, wie er muss. Der gute Plamo. Ganz, ganz große Kiste. Ganz große Kiste. Wirklich. Riesiges Porno-Kino. Wirklich. Mit Autos. Also, schauen wir mal weiter. Jetzt die Rückrunde. Wieder Pistolenrunde. Verteidigung. Muss das Ganze natürlich hier weiterhin verhindern. Die Jungs, die eben 7 Runden auf der Verteidiger Runde gewonnen haben, sind jetzt Angreifer. Das bedeutet, da müssen sie natürlich schauen, können wir jetzt ähnlich gut spielen. Ich habe schon gesagt, es ist eigentlich mehr so eine Angreifer-Map geworden. Also tendenziell. Ne? So genau kann man es immer nie sagen.
Liegt auch natürlich immer so ein bisschen an den Skill der Spieler. Aber das sieht schon sehr koordiniert aus. Zumindest geht man jetzt hier mal wirklich komplett auf Contact. Und somit will man jetzt hier natürlich auch schauen, dass man hier schnell durchkommt. Zack, zwei Leute haben wir schon mal geholt. Dann nochmal die Thresh, die Wall von Sage. Und somit hat man jetzt hier diesen Spot einfach relativ schnell eingenommen. Und der Retake mit drei Leuten gegen fünf, das wird super schwierig. Kann man schaffen, gerade in der Pistolenrunde. Sind da wirklich Wunder möglich. Röni mit dem ersten gegen Plamo. Timebreaker holt sich Fresh. Also da ist auf jeden Fall nochmal ordentlich Zunder drin. Ah, Yuki Sena, Ludove, Timebreaker also wirklich gegen fünf Leute hier. Die können hier gar nichts mehr machen und Yuki jetzt hier alleine kann hier gar nicht mehr wirklich agieren. Also da wurde ich komplett ausgehebelt in meiner Aussage. 3 zu 5 Retake und somit hier auch die verdiente Runde für die Verteidiger. Ehre. Ah, wirklich stark. Das kann man schon mal machen. Das kann man schon mal machen, ne? Bin ich ganz ehrlich, das ist wirklich nicht schlecht. Und ja, starke Kiste an dieser Stelle. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Schauen wir mal, wie die Jungs und Mädels sich jetzt hier weitermachen. Ich weiß gar nicht, ist ja auch ein Mädel bei in diesem Spiel gerade? Ich glaube, die Mädels sind schon durch. Es ist, glaube ich, nur Katrin, die dabei war. Ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber die ist ja jetzt auch weiter. Katrin ist ja auch im Finale. Und ja, schauen wir mal. Jetzt gibt's hier mal den Mitte-Go. Na, die Angreifer wollen hier durch die Mitte, ab durch die Hecke sozusagen. Ja, aber der Cockblock, der wird hier schnell gefahren. Röni, jetzt hier mit dem ersten Kill auf den Stinger. Da ist Plamo, der... Was machst du? Was guckst du dir da die... Was soll das? Hör auf den Boden zu gucken, ihr seid im Krieg. Eieiei. Ah, jetzt muss er natürlich schauen, wie kommt man jetzt hier auf diesen Spot drauf. Ah, die Plamo-Cam sagt uns auf jeden Fall, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Zack, da habe ich irgendwas in der Hand und dumm, bumm, die bumm, bin ich auch schon wieder down. Aber Ludouvre, ah, der gibt sich jetzt hier nicht auf. Aber Timebreaker, der macht's dann nochmal, setzt nochmal einen Deckel drauf. Und somit das 7 zu 7 mittlerweile, ja? Ja, es ist ein 7 zu 7. Ich persönlich bin ein absoluter Breach-Main, na, also Rückwie. Müsste dann auf jeden Fall tauschen. Er müsste sich dann auf jeden Fall einen anderen Agent suchen. Ich würde auf jeden Fall Breach spielen, sollte er es in mein Team schaffen. Ne? Also, da ist es jetzt auf jeden Fall erstmal geboten, überhaupt hier die Partie zu gewinnen. Man sieht jetzt hier fünf Angreifer Richtung A. Die Frage ist, wie geht er jetzt damit um? Auge ist jetzt schon mal vor ihm. Jetzt muss er natürlich schauen. Gute Flash. Wollte ich sagen, aber war es dann doch nicht im Endeffekt. Nächste Flash. Wartet jetzt gut ab. Und jetzt zwei Leute geflasht. Aber kriegt ihr keinen Frag. Schade Marmelade. Aber vielleicht jetzt hier nochmal mit seinem Signature-Move. Wird jetzt hier nochmal auseinandergenommen. Yuki Sena mit dem Push. Kriegt jetzt hier den Double-Frag. Und somit jetzt hier wieder die Möglichkeit, diesen Spot an sich zu reißen. Fünf Leute am Leben. Die Frage ist, kriegt man jetzt hier sogar nochmal den dritten? Man muss jetzt hier natürlich den Spike planten. Kriegt man hin? Fünf Leute am Leben. Aber das hatten wir in der ersten Runde auch. Na? Somit also hier alles noch offen. Schauen wir mal Ludove an. Hat der Top-Fragger gerade aus dem Verteidigerteam. Der auch in der ersten Runde wirklich gut gespielt hat. Wurde jetzt hier getroffen. Muss ich jetzt hier erstmal den Pfeil aus der Rüstung kloppen. Yuki wieder mit dem dritten. Ah, hat hier auf jeden Fall einige Gegner schon gespottet. Er kriegt das Ganze auch mit. Also er weiß sogar, wo die Gegner sich gerade aufhalten. Zumindest einer. Und er spielt das entspannt. Er spielt das sehr entspannt. Dr. Teko. Und jetzt Ludove. Und er wird von Thresh abgeholt. Somit also hier verdiente achte Runde hier für die Angreifer. Und wir nähern uns dem Ende. Wir haben vorhin die Entscheidungsrunde gesehen. Im ersten Match, na, haben wir die 25. Sudden-Death-Runde gesehen. Und auch hier sieht es gerade sehr, sehr eng aus. Wir gucken mal auf das Scoreboard. 13-12-1 steht Ludove. Ansonsten 20-9. Thresh einfach mit 20-9. Ein absolutes Tier. Hat hier schon Ace gemacht. Spielt Cypher. Hat Ehre im Arsch. Ich weiß nicht, ob ich noch was sagen muss. Ne? Also wirklich hier ein Kandidat für ganz weit oben. Schauen wir mal, ob er hier auch wieder punkten kann. Ja, Gegner hat sich hier hinter der Mauer versteckt. Yuki Sena wieder mit dem nächsten Factor. Da ist natürlich auch zu beachten. Jetzt auch wieder mit dem Double. Also wirklich gute Harmonie hier. Und hier wird nochmal so ein bisschen die Wand angeschossen. Das hat er extra gemacht, um zu gucken, ist da gerade eine Falle. Ah, und da sieht man den Gegner. Sehr, sehr gut.
sehr, sehr gut von Dr. Teko auch reagiert. Da hat man die Falle gefunden. Ja, und dann ist man jetzt hier in der 1 zu 5-Situation auf Seiten von Breach. Und die Frage ist, wie spielt Rocky das? Er hat eine Pistole in der Hand. Na, da bringt doch der Skin mit der Kackkatze da nichts mehr. Das Ding ist einfach wahrscheinlich für ihn gelaufen. Hat jetzt hier sogar nochmal auf die Ghost gewechselt. Einfach nochmal, ja, value-technisch ein Upgrade. Und da könnt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal schauen, kommt er da ran? Kriegt er hier vielleicht sogar nochmal eine Waffe raus? Bisher hat er keinen Gegner gesehen. Jetzt hört er natürlich einiges an Steps. Zack, er wird hier nochmal fündig, aber das bringt nichts. Dr. Teko wieder mit dem Guardian und jetzt steht es 9 zu 7. Geldtechnisch sind sie jetzt aber wieder in der Lage, damit zu halten. Das bedeutet, sie haben jetzt eine Eco-Runde gespielt auf der Verteidigerseite, haben jetzt wieder das Money in the Pocket, um jetzt hier dann entsprechend auch den, ja, nötigen Gegenwind beizusteuern. Und das ist natürlich noch nicht, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, gut. 3 Sekunden, dann startet diese nächste Runde. Runde Nummer 17. Ja, jetzt hier also für Plamo. Plamo, immer noch ein Kill, aber einen wichtigen Kill gemacht. Wenn er am Ende wieder einen wichtigen Kill macht, ist er MVP. Ich sag's, wie es ist. Ne? Aktuell absoluter Ehrenplamo. Ist hier so ein bisschen verwirrt, wirkt es schon. Käfig ausgelöst. Oh, Ledova wird hier ein bisschen angedamaged durch den Cage. Geht jetzt hier einen guten Heal rein, hat noch ein bisschen Rüstung. Ah, Yuki, den müssen wir auch mal sehen, weil der holt hier die ganze Zeit die Leute ab. Ne? Steckt da den gelben Stängel wieder hinten rein, finde ich gut. Cabaneri, auch hier mit dem Double, hielt sich jetzt hier erstmal. Ah, ist ein Phoenix-Spieler, ich habe mich heute schon zu Phoenix-Spielern geäußert. Muss man natürlich erstmal können. Yuki, sehen dann wieder mit dem nächsten. Also ich habe den nie auf der Kamera. Kannst du jetzt mal aufhören, Leute zu fragen? Danke. So, Cabaneri mit dem nächsten. Plamo holt jetzt hier aber Thresh zurück ins Leben. Also wichtige Aktion hier, die Ultimate zu nutzen. 3 zu 2 Situation jetzt hier für die Verteidiger. Können hier... Also ich weiß nicht, ob diese Ultimate jetzt gerade noch so gut war. 30 Sekunden noch. Sie rotieren komplett auf A. Die Gegner, die Verteidiger, die riechen das nicht. Das bedeutet, sie könnten hier für den Plant auf jeden Fall gehen. Und spätestens jetzt muss die Rotation kommen. Die kommt jetzt auch. Das bedeutet, Fresh, der muss es jetzt einfach schnell machen. Weil der wird hier sonst gleich abgeholt. Ja, im Heaven ist gleich schon der Nächste. Okay, jetzt bitte nicht öffentlich posten hier. Planten. Ja, sehr, sehr gut. Ja, schöne Verteidigung. Renny holt den Plamo ab. Das bedeutet, Thresh kann jetzt nochmal glänzen. 1 gegen 3. Verteidigt er den Spike. Ja, bleibt jetzt hier auf jeden Fall cool. 2 kommen hier. Über den Spot. Einen bekommt der Renny. Sorgt dann für den Refrag und somit hier für den sicheren Diffuse für die Verteidiger. Ja. Schade, Marmelade. Aber das war natürlich nicht schlecht. Das war natürlich nicht schlecht. So. Renny und Co. wollen natürlich hier dranbleiben. 8 zu 9 steht das jetzt. 8 zu 9 steht es jetzt. Also wirklich auch hier wieder eine spannende Kiste. Eben hatten wir den Slacks, der es leider nicht geschafft hat mit seinem Team. 30 Frags gemacht. Jetzt hier der BGGL. Wofür steht denn das eigentlich? Der Thresh. Müssen wir natürlich dann auch mal in Erfahrung bringen. Vielleicht kann das ja jemand sagen. Vielleicht weiß das ja jemand. Ansonsten hier weiterhin natürlich Sunder drin. 15-15 steht der Cabaneri. Battle Gnar Galactic ist BGGL. Ach du Scheiße. Scheiß LOL-Spieler. So, egal. Geht weiter. Ja? Ich meine, ist ja auch von Riot Games und daher alles cool. Jetzt hier also der erste Frag von den Verteidigern. Aber der Spike wurde geplant. Ja? Rönni mit dem Double. Der fährt hier richtig auf. Cabaneri, jetzt down. Sie haben meinen Draht gefunden. Super, super wichtig. Flamo wurde wieder aus dem Leben gescheppert. Timebreaker mit dem Refrag. Keine Ladungen mehr. Thresh, der verteidigt das wieder super stark. Oh, verzieht er. Renny mit dem 3K. Ist das die Möglichkeit? Renny holt 4 Kills. Ich werd nicht mehr. In was in der Welt leben wir? So viel kann ich doch gar nicht saufen, bis ich das glaube. Wahnsinn. Wahnsinn. Renny, die Maschine, holt hier 4K. In dieser Runde. Er ist Topscorer in seinem Team. Das kann man keinem erzählen. Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja? Absoluter Wahnsinn. So. Da, da, da. Ruhig. So. Gut. Rauch im Anmarsch. Renne ich also jetzt hier on fire, ne? Schauen wir mal, ob er da anknüpfen kann. Bei mir ist es ganz oft so, ich habe eine gute Runde und dann drei schlechte. Schauen wir mal, wie es jetzt mit Renny läuft. Er scheint aber auf jeden Fall richtig Bock zu haben, hier zu rasieren. Dass man da auf Seiten von Cypher spricht, ist schon, grenzt schon an Disrespect. Jetzt aber trotzdem hier natürlich die Möglichkeit, da zu punkten. Dr. Teko mit einem wichtigen Frag. Ja, 9:9 steht das hier. Ich sag's nochmal gern. Ja, auch er mittlerweile mit 20 Frags. Wenn wir nochmal aufs Scoreboard gucken, Plamo hat schon ganze 2. Ja. Was ist das für eine KDA? Eine 0,2er oder was? Weiß gar nicht. So. Egal! Jetzt wieder eine Rotation. Jetzt will man auf den A-Spot. Also man führt hier die Gegner förmlich an der Nase herum. Und aus den Latschen gehauen! Das ist natürlich. Das ist natürlich eine gute Aktion. Jetzt gab es sogar noch schon die Breach Ultimate. Die ist jetzt auch einfach raus, ne? Die Breach Ultimate, die ist jetzt raus. Somit also keine Möglichkeit, da nochmal so einen schnellen Go zu verhindern. Allerdings hat man jetzt hier einiges an Zeit gekauft. Kabanerion Thresh, die mit den Frags jetzt hier für ihre Teams. Und merkt jetzt der schnelle Bilgo, die Sage alleine auf dem Spot. Und wer ist das? Das ist der Timebreaker, der jetzt hier natürlich versucht, die Gegner aufzuhalten. Ey, mit dem zweiten schafft das. Es sind nur noch 12 Sekunden. Der Spike liegt auf dem Boden. Schafft er es noch, ist die Frage. 7 Sekunden. Jetzt muss er für den schnellen Plant gehen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Breach jetzt hier der Letzte. Und das ist Rökwi, der jetzt hier gegen zwei Leute rein muss. Plamo. Na, kompletter Ehrenmann. Ich gucke aufs Scoreboard. Der hat 3 Kills mittlerweile. Ist einfach ein wirklich gefährlicher Spieler. Aber Dr. Teko nimmt ihm die ganze Arbeit ab. Nimmt ihm hier den Frag weg. Einfach ein Killstealer. Und somit also 3 Kills für Dr. Teko, die eigentlich aufs Konto von Plamo gehören. Das ist nämlich der Einzige, der sich hier auch mal so einen Fußgänger-Überweg anguckt. Das finde ich gut. Ja? Der appreciated auch mal das Map-Design. Ne? Das muss man auch erstmal machen. Und ich wollte schon die ganze Zeit mal hier oben gucken, was hier so draufsteht. Aber das kann also das kann man nicht lesen. Ne? Yokohama aller, Haneda Airport, Haneda aller, Shibuya. Aha. Ehre ins Gesäß. Sind das echte Orte? Also Shibuya ist auf jeden Fall ein echter Ort, oder? Yokohama Mashida, Ginza Shinsuke aller, Ehre ins Gesäß. So. Gut. Ja. Geht wieder weiter. So. Plamo. Absoluter Ehrenspieler hier auf der Angreiferseite. Guckt euch das an. Der nimmt den Spike in der Hand und er gibt ihm wirklich die Würde zu sagen, Bruder, ich leg dich jetzt hier erstmal ab. Ja? Wir sehen uns später wieder. Ja? Plamo hier also. The next rising star. Cabaneri trotzdem hier mit dem ersten Frag für sein Team. Jetzt mit einer vielleicht gut getimten Flash kann er hier nochmal einen Unterschied machen. Würde jetzt hier aber nicht fündig werden. Super knapp. Super knapp. Da die. Eieiei, da wollte man von hinten ran. Aber Thresh hatte was dagegen. Jetzt hier wahrscheinlich wieder die Rotation. Und es sind nur noch 3 Verteidiger, die hier gegen diese 4 Angreifer ankommen müssen. Ja, also die. Oh, die Möglichkeit besteht also, dass man hier auf Angreiferseite erfolgreich spielen würde. Ansonsten haben wir hier den ersten, Cabaneri. Thresh wird direkt abgeholt. Wichtige Ultimate, die jetzt hier allerdings nicht fündig wird. Die Zeit, die spielt so ein bisschen gegen die Angreifer. Also da muss man natürlich jetzt aufpassen. Tiebreaker mit dem ersten, aber Plamo mit dem nächsten Cabaneri, aber mit dem vierten Frag. Unverdient. Plamo wird er jetzt hier sein Team zum Sieg führen. Er hat die Möglichkeit, aber es reicht nicht ganz am Ende. Ganz, ganz starke Kiste von Plamo hier. Ohne ihn wäre sein Team nichts. Trotzdem 10:10 durch die Verteidiger hier in die Wege geleitet. Ich meine, der hat schon 4 Kills. 4 Kills in 20 Runden. Ihr müsst das mal auf. Also habt ihr schon mal die Menge an Runden gesehen? Ja? Das geht einfach nach oben. Ja, das sollte passen. Und das kommt dorthin. So. Ah, das ist ein guter Platz. 10:10 steht's, meine Damen und Herren. 10:10. Gleich gibt's noch das große Finale. Die Gewinner aus der Partie 1 können sich bitte schon mal bereit machen, dass wir gleich reibungslos in das letzte Match schwingen. So.
Sehr interessanter Aufbau wieder von den Angreifern, die sich jetzt komplett hier auf A bewegen. Plamo, auf den müssen wir gucken. Super wichtig. Super wichtig. Ja. Und somit seine Möglichkeit jetzt hier weiter zu punkten. Oh, da steht hier ein Molly. Der schöne Molly. Unfaires Spiel von Rönni. Buh! Buh, Rönni! Mit Feuer spielt man nicht. Cabaneri holt jetzt hier trotzdem nochmal zwei Leute ab. Somit also hier eine gute Möglichkeit für die Verteidiger. Aber Thrash, der hat da was dagegen. Ah, versucht sich hier nochmal die Leute aus. Und guckt jetzt hier mal. Kriegt jetzt hier sogar nochmal den nächsten. Super wichtig, dass er jetzt hier weitere Frags holt. 50 Sekunden noch. Super starkes Match von ihm auf jeden Fall. 25 Kills. Löppt. Der Lachs löppt bei ihm auf jeden Fall unnormal. Ah, und jetzt hier natürlich ein bisschen Geplänkel. Dr. Teko. Ah, mit der Guardian. Ich sag's ja immer wieder, ne? Ist immer so eine Sache. Timebreaker, der heilt sich jetzt nochmal schön. Ah, aber Thrash, der hat das Ganze mitbekommen. Auch er spielt mit der Phantom. Ich habe den Spike aufgenommen. Ah. Oh, und der spielt das so smooth, der weiß, der Gegner, der steht vor ihm. Ja, 31 AP, 20 Sekunden auf der Uhr. Junge, mach was aus deinem Leben. Ah, wird er das noch schaffen? Aber er spielt's cool, er spielt's cool. Er wartet auf den Peak. Er weiß, der Gegner muss vor ihm stehen. Und er holt ihn von hinten. B-B-A-B-G-G-L, scheißegal, was für Buchstaben. 4 Kills, Ehre in den Arsch. Wahnsinn. Schön. Schön. Sehr schön. Ehre. Also der steht schon in meinem Kopf bisschen weiter oben auf meiner Liste. Wenn der jetzt hier die Map gewinnt, ich sag mal so, muss er ja nur noch das Finale gewinnen. Wenn der jetzt hier gewinnt, mit seinem Team, dann ist die Sache klar. Wenn der mit seinem Team gewinnt, dann ist er am Samstag und Sonntag in meinem Team dabei. Ja, Dr. Teko, mit dem habe ich schon 2 Milliarden Spiele gespielt. Zwar kein Valorant, aber ist mir egal. Ja? Der spielt Cypher. Yuki ist ein Mod von mir. Plamo wäre auch noch eine Option. Plamo wäre auch noch eine Option, bin ich ehrlich. Aber BGGL Thresh, Alter, den lasse ich mir munden. Ja? So. Gut. Yuki Sena. Darf man natürlich auch nicht. Ja? Darf man natürlich auch nicht unterschätzen hier. Gutes Gameplay hier. So, wieder der nächste Kill für Thresh. Der will es jetzt hier wissen. Man will jetzt hier auf diesen Spot drauf. Interessante Trap. Interessante Trap. 3 Gegner werden noch auf diesen Spot kommen. Spike liegt jetzt hier. Und wir schauen hier auf jeden Fall Thresh zu gerade. Erstmal, ne? Über den Namen müssen wir uns gegebenenfalls noch unterhalten. Aber ansonsten wirklich starke Partie von ihm. Sie er jetzt mittlerweile auch mit 28 Frags ganz nah an den 30. Einer. 29. Und da sind die 30. Und einer ist noch übrig. Ich hab's euch gesagt. Dieser junge Mann ist ein junger Gott. Und hinter ihm kommt der Gegner. Der spielt das so insane. Der spielt das so insane. Der tanzt den Jungen aus. Der tanzt den Jungen aus. Der wartet nicht. Der wartet nicht. Zack. Ehre ins Gesäß. Wieder 4 Kills. 31er. 31er Bombe von dem hier. Walla in den Arsch. Wirklich. Wirklich stark. Wirklich stark. Und das kann man auf jeden Fall nur befürworten. Jetzt Matchball. Matchball für Thresh und sein Team. Und er kann es jetzt unter anderem natürlich wieder machen. Aber wieder 4 Kills gemacht. Wieder 4 Kills gemacht, ne? Spielt hier auch gute Traps. Ja, also nicht zu unterschätzen. Dr. Teko natürlich auch auf einem guten Brimstone unterwegs hier. Yuki auch einige gute Moves schon gezeigt. Aber es soll jetzt hier nochmal ein Bego werden. Matchball ab jetzt für dieses Team Doppel-D. Na? Die wollen jetzt hier rein ins Finale gegen Team Stein. Oh, jetzt hört man sich hier noch. Oh mein Gott, da hat man auf jeden Fall den Gegner gesehen. Man weiß, da steht jetzt einer links an der Kiste. Ah, und die Frage ist, wie spielt man das jetzt? Rotation ist auf jeden Fall da. Es zeigt sich aber auch nur ein Spieler. Es zeigt sich nur Dr. Teko. Der Rest bleibt entspannt. Plamo natürlich mit dem absoluten Plan hier in dieser Partie. Der wird sich jetzt hier auch nochmal ein Meat Shield anbieten vielleicht. Keine schlechte Idee. Rotation so langsam eingeläutet, aber Yuki wird jetzt hier in der Mitte nochmal weggeholt von Rönni. Ah, der hat ja auch nochmal ein Wörtchen mitzureden. Und jetzt wird hier natürlich einiges an Utility rausgehauen. Ah. Oh, schön! Timebreaker! Der will ja auch nochmal ein Wörtchen mitreden. Holt jetzt hier den Thresh ab.
Und somit also für ihn auch keine schlechte Situation. Hat jetzt sogar noch sein Ultimate ready. Zwei Angreifer hat man hier schon gestoppt. Und wenn wir jetzt aufs Geld gucken, die Angreifer, die sind so gut wie pleite. Also, ja, klar, so ein paar Leute haben noch was, aber wenn sie jetzt hier die Runde verlieren, dann müssen sie schon fast in eine Eco gehen. Und das könnte natürlich dann dafür sorgen, dass es in den 12 zu 12 geht. Heavy G jetzt hier allerdings auch nochmal, mit einer Möglichkeit. Plamo, wichtig! Plamo hat den Spike geplantet und das kann kein Zweiter so wie er. Guckt euch diese Wall an. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal so eine Wall gesetzt? Seid ehrlich zu euch selbst. Ja, das ist Plamo. Das ist wirklich, wirklich starkes Gameplay. Jetzt hier Dr. Teko auch. Also, der eist hier alles zu. Und jetzt ist es ein 2 zu 3. Das ist natürlich scheiße. Das macht man natürlich nicht. Jetzt hier vielleicht die Möglichkeit. Dr. Teko wird aber abgeholt von Cabaneri. Und somit also ein 12 zu 11. Ja? Eieiei. Was ist hier los, frage ich mich. Kann man Plamo zum MVP voten? Kann man auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten. Gleich gibt es das große Finale, meine Damen und Herren. Maximal 2 Runden sehen wir noch. Wenn die Verteidiger hier nochmal was reißen. Mein Cabaneri spielt auch einen astreinen Phoenix, ne? Muss man auch mal sagen. Ne? Darf man jetzt hier gar nicht so einseitig sehen. Cabaneri, der spielt hier wirklich auch groß auf. Und er natürlich auch mit der Top-Leistung bisher. Aber spielt aber einen Duellanten. Ist natürlich so ein bisschen. So. Aber auch er geht jetzt hier in die Offensive. Holt jetzt hier sogar Thresh ab. Kriegt sogar nochmal den zweiten. Lebt noch, weil er sein Ultimate benutzt hat. Weiß genau, da sind Gegner im Haus. Zack, jetzt die gute Flash. Aber das ist eine Cockblock-Wall, die natürlich das Ganze hier nochmal so ein bisschen rausholt. Aber hier auch nochmal sehr schön. Der kann sich da reinstellen. Oh, Heavy G. Der holt Heavy G zurück. Plamo, du darfst doch nicht Heavy G zurückholen. Eieiei. Eieiei. Schwierige Kiste. Da hätte man natürlich den BGGL rausholen können. Naja. Na? So. Ansonsten. Ah! Cabaneri. Der muss jetzt. Oh mein Gott. Der Face da gegen 3 Leute komplett offen. Und somit wird er hier natürlich von Dr. Teko easy weggesnackt. Rönni jetzt mit der nächsten Möglichkeit. Hat hier den Steam Beacon auf den Boden gelegt. 26 HP noch auf seinem Konto. Wird er das Ganze noch schaffen? Nein, Dr. Teko mit dem nächsten Frag. Jetzt also nur noch eine 3 zu 4 Situation. Die Angreifer jetzt wieder am Zug. Sie können den Sack jetzt zumachen. 12 Runden haben sie schon. Wenn sie die Runde gewinnen, dann sind sie im Finale. Und dann haben wir auf jeden Fall eine astreine Partie gleich auf der letzten Map. Zack, da könnte man auf jeden Fall nochmal für den nächsten Frag gehen. Yuki Sena jetzt hier in der Ultimate. Wird das Ganze hier nochmal vereiten. Heavy G auch mit dem Kill. Dr. Teko wird jetzt hier nochmal rausgeholt. Gut, dass man hier nochmal die Möglichkeit hatte, die Sage Ultimate zu nutzen. Race auch noch mit Ultimate gesegnet. Ein Gegner noch übrig. Es ist Rückwie. Er muss das spielen. Wie spielt er es das Ganze natürlich? Ja? Es ist super spannend. Man weiß sogar, wo er ist. Hinter der Wand steht eine Race. Wird sie ihn jetzt abholen? Er holt jetzt hier nochmal so ein Ultimate raus. Wird jetzt hier gleich hinterrücks überrumpelt werden. Die Ultimate geht sogar ins Nichts. Jetzt hier die Möglichkeit. Er holt den ersten Frag. 6 HP. Aber Heavy G holt den letzten Frag. Und das ist GG, meine Damen und Herren. Ehre in den Chat. Und das ist es dann gewesen. Wir haben jetzt ein Scoreboard für euch. Und meine Stimme ist jetzt schon komplett im Ass. Komplett im Es Team Doppel D, also jetzt hier in dem Finale. 31-16 für Thresh, 27-16 für Dr. Teko, 20-21 ist halt super scheiße, Yuki, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber arbeiten, aber trotzdem gut gespielt, ja, aber trotzdem auch Props an Cabaneri, der eine gute Partie gemacht hat, ansonsten, ja, GG, well played an alle Teilnehmer und ich würde sagen, Plamo, absoluter Ehrenspieler mit 4 zu 17. Das muss man erstmal schaffen. Das ist. Da fehlen mir die Worte, ja? Gleich gibt's das Finale. So.